Willkommen, meine lieben Freunde und sonstige Zuschauer. Ich bin Real Devil und das hier ist ein kleines, ich will nicht sagen Let's Play Together, aber so etwas in der Art. Ich spiele hier zusammen mit dem guten Ribbon LP und ja, es ist mehr so ein Let's Swap the Save States. Also ich spiele jetzt eine Viertelstunde lang, dann werde ich ein Save State setzen und dann spielt er eine Viertelstunde lang. Also es ist so ein Mischmasch. Und wen nehme ich denn? Ich glaube, ich nehme... Wen komme ich denn? Gut, gleich kann ich kaum erinnern. Ich glaube, ich nehme Andrew. Ich mache Andrew. Andrew ist krass. Please do not change Rumble Pack or Controller Pack. Gameplay. Bla bla bla. Adventure natürlich. Oh, Spieler. DRL, das ist der for Riven Together oder so. Bam. Und los geht's. Ach, das Intro. Diabolisch. Ich denke mal, das wird relativ witzig, weil wir werden beide, hoffe ich, ein wenig failen, aber auch nicht so schlecht sein, dass wir tote verzweifeln. Ja, es sollte, es wäre natürlich besser, wenn wir direkt zusammenspielen würden, aber er hat gerade nicht möglich Zeit oder so. Ja, wo es ging. Ich meine, es gibt hier so einen Cheat, mit dem man das als zweiter. Aber egal, who cares. Hey, Mr. Besoffen. Ich fliege auf meinem Teppich und kann kaum stehen. Na, hier ist auch immer ein... Yay, Banjo. Ach, ich mag Banjo. Ich finde es immer noch schade, dass es Nintendo Rare verkauft hat. Hello there, I'm a genie on the island. Ja, es ist auf Englisch. Ich weiß nicht, wie Ribbon das handhabt, aber... Good luck. So, die Steuerung dürfte theoretisch... Ja, Gas geben, driften... Beach. Jo, legen wir gleich mal los. Wo war hier dieser erste Ballon? Muss ich dazu mit dem Genie sprechen? Oder muss ich einfach nur... Ach, ich weiß es gar nicht mehr. Ne, der steht da oben. Haha! Ich würde sagen... Ja. Wir haben einen Ballon! Und jetzt können wir auch schon... Na, dort kann ich schon das erste Rennen gegen diesen Genie fahren? Das wäre cool. Go Genie. Ja, verflucht. Ich hasse es, wenn ich irgendwo präzise irgendwo langfahren muss, aber ich habe immer noch... Dude, meine Hupe. Na, ah, schon 3 Minuten vorbei. Nee, ich will nicht. Nee, kann ich nicht. Schade. So, dann volle Kraft voraus in die erste Welt. Welches... Die... Wie heißt sie noch gleich? Die prähistorische Welt sein wird. Dino, die Sing-Songs. Und hier haben wir auch unser kleines... Ja, ist ja TT. You can ask me about your game, bla bla bla. Ja, tja. Ich weiß nicht, ob wir auch diese Time-Trials machen, oder... Egal, erstmal das erste Rennen. Ich habe Banjo genommen, weil er ist schnell, aber es ist auch relativ schwer zu fahren. Mit den anderen. Normalerweise habe ich immer Timbers genommen. Achso, verdammt. Ah, Start versaut. Ich weiß halt nicht mehr, wie war das hier mit den Starts, wie war das allgemein. Kein Item bekommen. Ist mir egal. Aber was ich noch weiß, ist, dass wenn man über so ein Boosting fährt und... Ja, ich nehme hier gar nichts mit. Toll, Bananen machen eigentlich schneller, das weiß ich auch noch. Und loslässt, dann bekommt man einen Superboost, der mir hier leider nicht viel bringt. Da ich sowieso Erster bin. Guck mal, ob ich den Schlüssel mitnehmen kann. So. Schlüssel mitgenommen. Schlüssel sind für Endbosser. Doch, nimm mich doch nicht, scheiß Ding. Habe ich das hier wirklich zum Lüften herausfordernd? Ich weiß, dass ich da alle fertig mache. Das sind kleine, pelzigen...
Dinger. Aber das erste Rennen ist sowieso noch easy. Die erste Welt allgemein. Zumindest der erste Durchgang. Bis es dann an die Silbermünzenrennen geht. Die Silbermünzenrennen habe ich irgendwie immer verkackt. Und zwar richtig hart der. So. Und jetzt hier für uns. Bam. Sieg für Werfer. Schaut euch das an. So ruhig. So ruhig. Hey, hier, was ist denn ein? Der Endboss hier in dieser Welt ist auch schon. Alter, warte mal, Leute. War ich nicht irgendwas so in der Art? Ja, ich kann mich nicht erinnern. Ach nee, das war das Minispiel hier. Das Minispiel, den Boss, den konnte man erst, wenn man alle Rennen gemacht hat. So war das. Ach. So, welches Rennen hat denn hier schon zwei Ballons? Da, nehmen wir das hier. Fossil Canyon. Fossil Canyon. Get ready. Ja, schon wieder kein Superstart hinbekommen. Ich weiß, bin mir nicht mehr sicher, wie das ging. Wage es hier ja nicht mehr, irgendwas in den Weg zu legen, los, Ding. Und super Abkürzung. Doch nicht. Verdammt verkackt. Scheiße. Ich bin so schlecht. Gut, dass wir jetzt erst die ersten Durchgang machen. Ansonsten hätte ich jetzt schon verloren. Das wäre free lose eigentlich. Aber da wir doch ja erst auf easy machen, können die mich mal gern haben. Ich werde sie alle wegfisten. Bananen. Warte, was machen Bananen nochmal? Jo, die machen einen auch schneller. In irgendeiner Art und Weise. An die ich mich nicht mehr erinnern kann. Ich werde an die vorbeiboosten, kleines Ding. Oh. Double Boost nenne ich das. Double Boost. Schaut und weine, wie ich fahre. Ah, das war für eng. Okay, ich erinnere mich. So, ja. Bremse auch mal ausgetestet. Und es wäre schon peinlich, wenn ich das Rennen hier verlieren würde. Das zweite Rennen und ich verliere es. Gegen die Maus. Die Maus, das war, glaube ich, die langsamste. Oder eine von den langsamsten. Aber hat halt die höchste Beschleunigung. Und durch ihr leichtes Gewicht. Ja. Ja, verdammt. Schwul. Fuß versaut. Dreck. Ja, aber auch, ich glaube, die präziseste Lenkung. Benjo ist ja mehr so einer von diesen schweren Charakteren, die auf Beschleunigung und halt auf ihr eigenes Gewicht legen. Aber nicht so, ja. Aber trotzdem, das sieht aus wie Sieg für uns. Und wieder einmal siegt die gute Seite. Ah, ist das nice. Ich wäre ja froh, wenn Riven diese ganzen Boss-Rennen machen würde, weil mit denen komme ich überhaupt nicht klar. Die sind so schwul. Einfach nur so schwul. For you. Allein schon dieser Dinosaurier hier, da. Jungle Falls. Bam. Nächstes Level. Jungle Falls. Get ready! Der Unversaut. Ah, bei dem Level habe ich auch die Silbermünzen-Challenge gehasst, wie die Pest, weil das war einfach nur hart, derbe, ich würde sagen unfair, aber ja, ein bisschen. Ich meine, manche von diesen Silbermünzen waren sonst wo. Irgendwie, da muss man sonst wie weit rausdriften. Und keine Ahnung, es war schon... Naja, aber es ging Schlimmeres. Irgendwann hatte ich das auch gepackt. Weil ich hatte dieses Game ja bekommen, da war ich noch. Ich glaube, es war eins meiner ersten Games für das Nintendo 64. Zusammen, ich glaube, es war das zweite Game, das ich nach
einen Super Mario 64 bekommen hatte. Und ja, ich habe es nie durchbekommen. Ich hing irgendwann, ich glaube, ich hing bei dem Krankenfest. Weiter war ich nie gekommen. Ich hatte zwar eine Komplettlösung zu dem Spiel. Die gab es damals in irgendeinem Magazin. Ich weiß es nicht. So, jetzt. Ja. Sieg für mich. Cool. Das hat mir aber nicht viel genützt. Weil. Ja, wir haben die Skills gefehlt. Ja, wir haben den Ballon bekommen, ich weiß. Weiter geht's. Ach nee, wir haben erst 4. Wohin? Dafür brauche ich 5. Gucken, was kriege ich denn, wenn ich hier das Game mache? Soweit ich mich erinnern kann, war das Game auch noch relativ einfach. First Welt, we have 3 eggs, we'll win. Okay, das sollte ich hinkriegen. Get ready. Und here we go. Flieg. Wie kann man die Teile absetzen? Nein, gib doch Gas, Benjo. Gib Gas. Wie ging denn das? Muss ich dabei auch Z drücken? Ja, toll. Da ist es. Ein Ei. Und wer ist gerade dabei, eins zu brüten? Ja, er. Klauen wir das doch mal. Ich sag, klauen wir das doch mal. Alter, was ist mit meiner Uhr? Nein, verflucht, er hat schon eins. Ja, das höre ich doch nie wieder auf. Ich leg gerade sein zweites hin. Ich will mich doch verarschen. Nämlich ein Tipptopp. Ja, schwul. Das will ich. Nein, verdammt. Falsche Taste gedrückt. Ahaha. Dreck. Sorry. Restart Challenge. Das kann doch nicht sein. Ich use ja nicht gegen solche Idioten. Okay, kein Ding vom Start, aber das ist mir egal. Dafür. Go. Oh, den schnapp ich mir jetzt weg. Den schnapp ich mir jetzt. Tja, da hattest du mal ein Ei, was? Und so kann das ewig weitergehen, ewig weitergehen. Wenn ich doch einfach nur im Modus bin. Was? Er hat sich mein Ei geklaut. Alter, diese scheiß Schildkröte immer. Die haben dämlichen Dreck hier, was der denn ist. Ich mag die Schildkröte nicht. Verdammt, verflucht bist du. Kacke. Ich sacke. Ich verliere schon wieder. Gut. Wenn du magst, darfst du das gerne probieren. Ja. Ich werde mich in der Zwischenzeit um irgendwas anderes kümmern. Irgendwas. Hot Top Volcano kann ich noch nicht. Na, vielleicht habe ich hier jetzt schon die erste Insel. Challenge parat. Da, los, lass dich anfangen, du bist Ding. Ach, da ist auch noch einer. Warte, den Ballon, den will ich sammeln, den will ich sammeln. Den sammle ich noch, den schaffe ich. Oh, Solomon Eiko. Oh, hallo, Friend. So. Haha. Zählt die ganzen einfachen Teile einzusammeln. Hier auf der Oberwelt verstreut liegen. Ja, ja. Ich hasse das Flugzeug. Genauso wie ich das Horror-Kart hasse. Die lassen sich so unpräzise steuern. Gut, mit Benjo lassen sie sich eigentlich gar nicht steuern. Wow. So, das andere war hier draußen. Hier darunter, glaube ich. Oder? Warst du hier irgendwo? War doch irgendwo eins. Ich weiß, dass hier irgendwo eins war. Nein. Verdammt, wie ging denn das? Ja. Nein. Meine 15 Minuten sind gleich zu Ende. Oh, sie sind jetzt eigentlich zu Ende.
Oh, ich habe ja auch noch das Intro geschaut, deswegen nehme ich mir hier jetzt mal ein bisschen mehr Zeit. Ah, da. Bam. Den sammle ich noch. Und dann... Ich sagte, den sammle ich noch. Na, na. Bedanke ich mich fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen und... schaut euch den zweiten Part bei Riven an. Und den dritten Part dann wieder bei mir. Und so wird es dann weitergehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis dann. Ich bin Real Derfer. Ciao.